Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass eine einflussreiche Studie zum Thema Infraschall von Windrädern im April zurückgezogen werden musste. Der Grund dafür ist tatsächlich ziemlich krass. Der Infraschall wurde in dieser Studie einfach um einen Faktor mehr als 1000 zu hoch berechnet. Und ich wollte mir das jetzt mal genauer anschauen. In Deutschland sind immerhin nur 0,9% der Flächen für den Bau von Windkraftanlagen ausgewiesen. Und viel hat mit Abstandsregelungen zu tun, die wiederum mit Infraschall und Lärmbelästigung und so weiter begründet werden. Welchen Effekt die widerlegte Studie jetzt hat und was wir wirklich über Infraschall wissen, das schauen wir uns heute an. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren und los geht's. Infraschall, Lärm, den man nicht hört, so wird das gern beschrieben. Um den Ausbau von Windenergien, da gibt es ja immer wieder jede Menge Streit. Und ein Argument der Windkraftgegner ist der Infraschall, der durch die Windräder entsteht. Infraschall ist so tief, dass wir ihn nicht mehr wahrnehmen können, also nicht mehr hören können. Also unter dem Hörbereich von ca. 20 Hertz liegt. Der Infraschall der Windräder soll laut den Gegnern so stark sein, dass er krank macht. Betroffene davon wären die Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen wohnen. Und einen Beleg dafür hatten sie auch. Eine Studie aus dem Jahr 2005, die hat sich angeschaut, wie viel Infraschall Windräder produzieren. Und die Zahlen, die waren ziemlich hoch. Das hat sich jetzt aber geändert. Die Studie, die musste korrigiert werden, weil die Werte einfach mal um mehr als das Tausendfache falsch waren. Das ist schon ein ziemlich krasser Rechenfehler. Bevor wir uns genau diese Studie anschauen, klären wir mal ganz kurz, was Infraschall eigentlich ist. Und dazu müssen wir mal ganz kurz auf Schall eingehen. Also Schall ist eine sich wiederholende Änderung des Luftdrucks. Er breitet sich ausgehend von der Quelle wellenförmig in alle Richtungen gleichmäßig aus. Also zum Beispiel, ich habe so eine Membran, die bewegt sich hin und her, bewegt die Luftteilchen und dann breitet sich das wie so eine Welle aus. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und dann kommt diese Welle. Das ist so ein typisches Bild, was man da verwendet. Und die wichtigsten Eigenschaften von Schall sind die Tonhöhe und die Lautstärke. Die Tonhöhe, die wird dadurch bestimmt, wie oft sich der Druck pro Sekunde ändert, also die Frequenz der Welle. Wenn ich jetzt hier irgendwie nochmal diese Welle auf dem Wasser habe, dann wäre eine hohe Frequenz, wenn es ganz, ganz schnell passiert und eine langsame Frequenz, wenn es weiter auseinander ist. Und diese Frequenz, die wird in Hertz angegeben. Beim Ton ist es jetzt so, je schneller, je höher die Frequenz ist, also je schneller diese Bewegung ist, desto höher ist der Ton. Und die Lautstärke, die wiederum, die hängt mit der Größe der Druckänderung zusammen, also wie weit das ausschlägt, also mit der Größe bzw. Amplitude von dieser Welle. Als Einheit für die Lautstärke, da verwendet man Dezibel, also Dezibel ist die Einheit, die immer angegeben wird im Alltag, beziehungsweise Einheit ist ein bisschen schwierig, weil es da eigentlich um Größenunterschiede geht. Den Hörbereich von so Menschen, den kann man als eine Fläche in so einem Tonhöhen-Lautstärkendiagramm darstellen. Nach unten ist die Fläche durch die Hörschwelle begrenzt, nach oben durch die Schmerzensgrenze und genauso gibt es auch Grenzen für die Tonhöhe. Infraschall ist überhaupt keine Besonderheit von Windrädern. Das ist das Entscheidende eigentlich. Der entsteht in der Natur durch Wind, Wasserfälle oder Meeresbrandungen, genauso wie irgendwelche technischen Verursacher wie Klimaanlagen, Autos, Bahnen und Flugzeuge und so weiter. Und dass Windkraftanlagen Infraschall erzeugen, das ist vollkommen klar. Die entscheidende Frage ist aber, wie so oft, wie viel Infraschall erzeugen die Anlagen und in welcher Größenordnung hat Infraschall Auswirkungen auf den Menschen? Denn für Infraschall gilt wie für so vieles, die Dosis macht das Gift. Beide Aspekte wurden natürlich schon gründlich in Studien untersucht und trotzdem wird immer wieder darüber gestritten. Ganz vorne mit dabei sind Lobbyverbände, die vor den Windrädern warnen. Und ihr Hauptargument ist dabei, dass der Infraschall der Windräder die Anwohner gesundheitlich gefährden würde. Dabei wurde oft eine bestimmte Studie zitiert, die ich ja ganz am Anfang schon angesprochen habe. Die soll herausgefunden haben, dass der Infraschall durch Windräder stärker ist, als man eigentlich dachte. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Also, die Studie stammt aus dem Jahr 2005 und ist von der BGR, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, durchgeführt worden. Das ist ja erstmal eine recht seriöse Quelle, aber Fehler kommen natürlich überall vor. Es ist nur ein bisschen strange, dass dieser Fehler einfach 16 Jahre unentdeckt blieb und die falschen Informationen so oft zitiert wurden. Aber ganz ehrlich, das passiert halt manchmal. Jetzt wurde der Fehler aber aufgedeckt. Stefan Holzheu, ein Wissenschaftler von der Uni Bayreuth, hat schon letzten Sommer darauf hingewiesen, dass mit den Zahlen der BGR irgendwas nicht ganz stimmt. Und mittlerweile haben andere Wissenschaftler nochmal nachgerechnet und haben bestätigt, dass die Werte der BGR viel zu hoch sind. Und die neuen Berechnungen, die haben ergeben, dass der Schalldruckpegel um ganze 36 dB zu hoch angegeben war. Und 36 dB, das ist richtig, richtig viel. Wenn wir das jetzt wieder auf den Schalldruck zurückrechnen, bedeutet das, dass der Schalldruck 63 Mal höher angegeben wurde, als er eigentlich ist. Und betrachten wir das Ganze jetzt auf einer Energieskala, hat man sogar den Faktor 4000. Und deswegen wird eben von einem Rechenfehler mit Faktor größer als 1000 geredet. Das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt an dieser ganzen Studie. Damals hat man die Messung von einem Windrad verwendet, um dann daraus den Infraschall von anderen Anlagen abzuschätzen. Und dieses Windrad,
Es hatte zwei Generatoren, einen mit 200 kW und einen mit 660 kW. Und in der Studie wurde mit dem 200 kW Generator gerechnet, aber laut Holzheu ist es ziemlich wahrscheinlich, dass bei den Windstärken, bei denen gemessen wurde, der 660 kW Generator, also der größere Generator, aktiv war. Und damit sind diese Informationen nochmal zusätzlich falsch normiert. Ganz wichtig zu sagen ist auf jeden Fall noch, dass die BGR-Studie nie den Einfluss von Infraschall auf Menschen untersucht hat. Und trotzdem wurde diese Studie von der Anti-Windkraft-Lobby verwendet, um vor den bösen Infraschallwellen zu warnen, die halt von diesen Windkrafträdern ausgehen. Ich finde es da teilweise schon strange, was da so für Daten durchs Netz geistern, und das ist auch teilweise wissenschaftlich ein bisschen fraglich. Aber auf der anderen Seite, ich finde es ganz cool, dass BGR hat dann zugegeben, hey, wir haben uns da verrechnet, hat nochmal neue Messungen gemacht und jetzt sieht es alles ein bisschen anders aus. Und natürlich gab es schon längst etliche Infraschallmessungen. Schau es mal ganz kurz an. Das Ergebnis von diesen Messungen zusammengefasst ist, dass Windräder nicht besonders viel Infraschall produzieren. Also laut den Daten des Umweltamts Baden-Württemberg zum Beispiel liegt der Infraschallpegel in nur 150 Meter Entfernung vom Windrad zwischen 55 und 80 dB, wenn es eingeschaltet ist. Und bei ausgeschalteter Anlage liegt der Pegel bei 50 bis 75 dB, also kaum ein Unterschied. Und bei Entfernung von 650 bis 700 Metern konnten keine nennenswerten Unterschiede zwischen eingeschalteten und ausgeschalteten Anlagen gefunden werden. In beiden Fällen liegt der Pegel so zwischen 55 und 75 Dezibel und die Werte, die schwanken deswegen so stark, weil der größte Anteil durch den Wind selbst erzeugt wird und der ist ja je nach Wetterlage sehr unterschiedlich. Man kann die Pegelwerte also nicht direkt mit den hörbaren Geräuschen vergleichen, weil die Frequenz, also die Tonhöhe, total anders ist. 80 dB bei so einer Windradmessung hat nicht den gleichen Effekt wie 80 dB von einer stark befahrenen Straße oder sowas. Das darf man da auch nicht vergessen. Wir haben jetzt gesehen, dass die Infraschallbelastung durch Windräder nicht so hoch ist. Der nächste Punkt in der Diskussion um Infraschall ist ja die Frage, was sind die Auswirkungen auf den Menschen? Und dazu gibt es natürlich auch schon ein paar Untersuchungen, die wir uns jetzt anschauen. Eine sehr spannende Studie zu dem Thema ist die Gutenberg-Studie. Das ist eine mega interessante Studie und im Endeffekt wurde da im Labor Herzmuskelgewebe Infraschall ausgesetzt. Dabei hat man herausgefunden, dass sich das Muskelgewebe bei 110 dB Beschallung um 11% weniger zusammenzieht. Bei 120 dB waren es sogar 18% weniger. Das bedeutet auf der einen Seite, Infraschall kann auf jeden Fall Auswirkungen auf menschliches Gewebe haben. Das kann man nicht wegreden oder so. Das Problem bei der Studie ist allerdings, der Infraschall, der dort verwendet wurde, der ist ja viel, viel höher als der bei einer Windkraftanlage. Und wir reden hier über die dB-Skala, das darf man nicht vergessen. Außerdem empfiehlt die Studie, dass eine Dauerbelastung mit Infraschall unter 90 dB liegen sollte, also da halt nicht mehr das Problem ist. Und wenn Windräder in 150 Meter Entfernung nur 80 dB Infraschall verursachen und in 700 Metern fast gar nichts mehr messbar ist, dann sollte das ja eigentlich unbedenklich sein. Und trotzdem gibt es halt immer wieder diese Diskussion und auch Meldungen über Schlafstörungen, Schwindel oder Kopfschmerzen. Und das wird dann auf die Windräder zurückgeführt. Und natürlich wurden auch Langzeitstudien durchgeführt, um mögliche Auswirkungen auf Menschen zu untersuchen. Und eine neue Studie des Technischen Forschungszentrums Finnlands, die findet keinen plausiblen Zusammenhang zwischen Infraschall und körperlichen oder psychischen Beschwerden. Eine deutsche Studie aus dem Jahr 2020, die kommt zum gleichen Ergebnis. Und dass trotzdem Beschwerden und Symptome auftreten, das lässt sich durch den Nocebo-Effekt erklären. Also der Nocebo-Effekt, der ist sozusagen der umgekehrte Placebo-Effekt. Dadurch, dass die Betroffenen schon einen negativen Effekt vermuten, entwickeln sie Symptome. Man könnte also sagen, nicht der Infraschall macht die Leute krank, sondern die Angst vor dem Infraschall. Jetzt könnte man sagen, die Studien wurden korrigiert und es gibt jetzt riesige Auswirkungen in der politischen Welt und plötzlich wird der Ausbau von Windkraftanlagen viel stärker vorangetrieben. Tatsächlich ist es so, dass die politischen Vorgaben für die Abstände, die wurden aufgrund dieser einen Studie nicht gefällt und deswegen wurden sie auch nie wirklich verändert. Aber durch die neuen Ergebnisse haben jetzt Anti-Windkraft-Bewegungen natürlich ein bisschen was an Argumenten verloren, beziehungsweise etwas Wind aus den Segeln genommen bekommen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Abstandsregeln in Deutschland an. Also, das ist in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber zum Beispiel in Hamburg gilt ein Mindestabstand von 500 Metern zum Wohngebiet, während in Bayern die 10H-Regel gilt. Da muss der Abstand 10-mal so weit wie die Höhe des Windrads sein. Bei einem Windrad von 200 Metern Größe muss man also einen Mindestabstand von 2 Kilometer Entfernung einhalten, was ziemlich hoch ist. Und durch diese teilweise strengen Regelungen kommt der Ausbau der Windenergie einfach nicht mehr so schnell voran, wie es eigentlich müsste. 2020 wurden nur 420 neue Windanlagen gebaut.
2017 waren es noch 1792 neue Anlagen. Insgesamt stehen heute 29.608 Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland. Das klingt zwar nach ziemlich viel, aber auch da ist halt noch Luft nach oben. Und jetzt komme ich mal ganz kurz zu meiner persönlichen Meinung zu dem Thema. Also ich sehe ein großes Problem in Deutschland, zum Beispiel beim Ausbau von Stromnetzen oder beim Tesla-Werk in Berlin oder anderen großen Projekten, die oft daran scheitern, dass so ein bisschen fadenscheinige Begründungen genommen werden, um große und wichtige Veränderungen zu stoppen. Also irgendwelche Eidechsen, die das Tesla-Werk lahmlegen oder andere Argumente, die eigentlich nicht ganz schlüssig sind. Das finde ich persönlich schwierig, weil es natürlich so ist, dass das den Fortschritt ausbremst und wir da langzeitig tatsächlich darunter leiden werden. Also Windkraft ist ja eigentlich was, was uns ganz gut tut und viele Probleme lösen könnte. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Sicherheit, die sollte im Vordergrund stehen. Also das heißt, ich will jetzt nicht sagen, macht einfach, aber beim Thema Windkraft zum Beispiel finde ich, das passt einfach nicht zum wissenschaftlichen Befund. Also könnte man da sicherlich noch einiges machen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Jetzt habe ich ganz viel über Schall gesprochen, den man nicht hören kann. Wenn ihr mal was richtig Lautes hören wollt oder sehen wollt, dann schaut euch mal das Video zum lautesten Geräusch der Welt an und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns wieder nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.